50 schauen. Dort hat sich eine Gruppe von Exilkubanern formiert. Fidel, Raúl, Camilo und Ernesto Guevara de la Serna. Das ist die Gruppe, die sich dort formiert hat, die dann mit der Yacht Granma über die Karibik und über den Golf von Mexiko übergesetzt ist, mit, manche sagen 82, andere 86 Passagieren an Bord, die dann, als sie in Kuba anlandeten, von der Batista-Armee schon fast erwartet wurden und dann bombardiert worden sind, sodass nur 12 aus dieser Gruppe noch übrig geblieben sind. Ich hatte schon mal gesagt, eine so symbolische Zahl, die kann nicht richtig sein, aber das sind die 12 Apostel unter einem Messias. Das Bild ist eigentlich relativ sprechend. Es ist eine symbolische Zahl. Binnen 2 Jahre gelingt es Fidel, dieses Land von hinten aufzurollen, aufzukrempeln. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder die Daten genannt. Er braucht etwa 2 Jahre, um sich dort in der Sierra Maestra festzusetzen, die ganze Sierra Maestra einzunehmen, das Militär dort zu verjagen. Und nachdem die ganze Sierra Maestra rund um Santiago de Cuba in seiner Hand ist, dann schickt er Camilo los und schickt Ernesto Guevara de la Serna los, um die Insel Mitte einzunehmen. 2 Monate dauert es, bis die in Yaguajay und in Santa Clara angekommen sind und die Schlachten dort führen, um die Insel in 2 Teile zu teilen und den Inselosten abzukoppeln durch die Kappung der Carretera Central, der zentralen Straße durch das ganze Land und der Eisenbahn. Dies gelingt, Schlacht von Santa Clara, Schlacht von Yaguajay, und wir können sagen, etwa am 3. Januar ist die Revolution erfolgreich gewesen, als Ernesto Guevara de la Serna in Havanna einmarschieren kann. Da war die Stadt schon 2 Tage lang in den Hand der Revolutionäre. El Che nimmt dann noch die große Festung ein und damit ist die Revolution siegreich beendet. Naja, Revolutionen sind nie siegreich beendet. Revolutionen sind Prozesse, siegreiche Prozesse. Und wie der Prozess jetzt weiterging, das wollen wir also kurz auch noch beleuchten. Fidel kommt am 8. Januar in Havanna an, hält seine erste große Rede. Während dieser Rede setzt sich eine weiße Taube auf seine Schulter. Also wenn das nicht schon wieder ein religiöses Symbol ist. Sowohl für die Religion der Santeria hat die weiße Taube eine ganz wichtige Bedeutung, aber auch die weiße Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Also, naja, Sie denken jetzt schon auch an die Heimsuchung Mariens, wenn die Taube so durch das Ohr von Maria flattert und sie befruchtet. Nämlich das ist ja das, was da gemeint ist, wenn das Wort des Herrn in ihr aufgeht und sie wird schwanger. Und so hat sich die weiße Taube auf die Schulter von Fidel gesetzt. Und so, tja, hat er seine erste Rede beendet. Er war damit ja auch der religiös letztlich begründete Führer und Anführer dieser Revolution. Februar, März des Jahres wird er dann auch zum Ministerpräsidenten und wird dann eine Reihe von Reformen beginnen, die dieses Land umkrempeln. Denken Sie dran, dass ich gesagt habe, über 80%, knappe 90% Export, Import in die USA aus der USA. Das war der wichtigste Handelspartner. Binnen 2 Jahren wird dieses System komplett ausgehebelt sein. Schon im Jahr 1959 beginnt Fidel mit Reformen. Die Mietpreise werden drastisch gesenkt. Die Einkommenssteuer wird abgeschafft. Pharmaprodukte in der Hälfte im Preis gesenkt. Das ist natürlich die Umsetzung des Programmes der 6 Punkte, seiner Verteidigungsrede vor dem Gericht in Santiago 1953. Die Geschichte wird mich freisprechen, denn meine Revolution ist eine Revolution, die für das Volk von Kuba da ist. Und diese 6 Punkte hat Fidel auch versucht umzusetzen. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das nicht versucht hätte. Also, was passiert? Man versucht, Wohnraum für alle zu schaffen. Das heißt, Leute, die sehr viel Wohnraum haben und die als Einzelpersonen oder als Kleinfamilien nicht bewohnen werden können, werden enteignet und müssen Wohnraum abgeben an große Familien, eben in sehr beengten Familien wohnen. Das heißt, es ist eine Enteignungskampagne. Aber wem gehört Wohnraum, großer Wohnraum in Havanna? Da sind auch sehr viele US-Amerikaner dabei. Sie können sich
standen. Auch schwierig. Im April des Jahres 59 reist Fidel in die USA. Eisenhower empfängt ihn nicht. Nixon, sein Stellvertreter, empfängt ihn. Aber Eisenhower nicht. Ich finde, das ist auch zu Recht so, weil Eisenhower konnte ihn nach den Erschießungen in Havanna nicht empfangen. Also das ging nicht. Aber natürlich steckt in dieser Zeit, gerade in den 50er Jahren, wo Kommunismus ja wirklich so etwas wie eine böse Bestie war in den USA, natürlich auch die Angst vor dem Sozialismus dahinter. Und was nun passiert, ist eine stückweise Distanzierung der USA von Kuba und von Kuba und der USA. Und alles zerbricht an einer Frage. Woher kommt die Energie? Öl. Natürlich kommt das Öl aus Texas. Und natürlich sitzt die Texaco und die Shell hier, die texanisches Öl raffiniert hier in Kuba. Aber die USA dreht Stück für Stück den Ölhahn zu. Und was hat der Industrieminister Kubas, alias Ernesto Che Guevara, gemacht? Der sucht sich andere Öllieferanten, weil man braucht Öl, um hier einen Industrialisierungsprozess voranzutreiben. Denn das war einer der 6 Forderungen von Fidel. Durch Industrialisierung des Landes. Dafür brauche ich Öl. Also suchte Ernesto Guevara de la Serna in Mexiko das Öl. Die Mexikaner lieferten das Öl. Die Texaco und die Shell, die haben sich gewunden. Die wollten das nicht so wirklich. Aber was nun passiert, ist zunehmend der Schulterschluss mit der UdSSR. Schon im Februar 1960 kommt der Vize hinter Khrushchev, Anastas Mikoyan, auch Außenhandelsminister des Staates UdSSR, nach Kuba. Es werden erste Handelsverträge unterschrieben. Auch Militärhilfe wird in Aussicht gestellt. Und das ist für die USA der Kriegsfall. Was Eisenhower tut, es ist das letzte Jahr seiner Regierung, ist, er schickt 1500 Exilkubaner nach Nicaragua, nach Guatemala und nach Costa Rica. Dort werden sie auf Privatfarmen von Anastasio Somoza, dem Militärgouverneur, Militärmachthaber von Nicaragua, von USA Gnaden, ausgebildet im Guerillakampf. Sie sollen nach einer einjährigen Ausbildung in Kuba die Macht übernehmen. Das beginnt schon ein Jahr nach dem Sieg der Revolution. Da schickt also schon Eisenhower die Exilkubaner nach Nicaragua, nach Costa Rica und nach Guatemala. Es wird vorbereitet, die Invasion in der Schweinebucht. Das beginnt schon ein Jahr nach dem Sieg der Revolution. Ja, in diesem Jahr 1960 eskalieren die Dinge. Immer stärker rückt die USA von Kuba ab. Es wird die Zuckerimportquote gesenkt von 2 Millionen Tonnen auf 1 Million Tonnen. Was macht Kuba im Sommer 1960? Die suchen sich natürlich ein Land, das ihnen den Zucker abnimmt. Khrushchev sagt, will die USA den Zucker nicht haben, dann nehmen wir den Zucker. Also wird ein Teil des kubanischen Zuckers in die UdSSR verschifft. Das dauert keine 2 Tage, da sagt die USA, dann nehmen wir gar keinen Zucker mehr von euch ab. Es dauert keinen Tag, da sagt Kuba, okay, 2 Millionen Tonnen Zucker für die UdSSR. Die UdSSR sagt, wir nehmen den gesamten Zucker von Kuba ab. Die USA sagt, gut, dann wird es in Zukunft doch eine Bedrohung militärischerseits durch die USA geben. Und damit brachen im Juni, Juli des Jahres 1960 die Handelskontakte zu den USA fast vollständig ab. Nur Lebensmittel und Pharmaprodukte durften noch von der USA nach Kuba geliefert werden. Das heißt, schon 1,5 Jahre nach dem Sieg der Revolution sind die Handelskontakte in die USA gekappt. Eine der letzten Amtshandlungen, die Eisenhower Anfang 1961 noch macht, ist, er beruft den US-amerikanischen Botschafter aus der Botschaft von Havanna ab und schickt den kubanischen Botschafter nach Kuba zurück. Und damit sind die diplomatischen Beziehungen 2 Jahre nach dem Sieg der Revolution eingefroren, abgebrochen. Und dann kommt Kennedy an die Macht im Februar des Jahres 1961. 1961 ist wirklich für die Weltgeschichte ein sehr spannendes Jahr. Sie denken an den August des Jahres 1961.
Deutschland ein Bauwerk gebaut, das niemand die Absicht hatte zu bauen, das dann doch gebaut worden ist und das die Weltgeschichte über viele Jahrzehnte geprägt hat, die Berliner Mauer. In dieses Jahr treten wir ein, Kennedy wird Präsident in den Vereinigten Staaten. Der ehemalige Außenminister John Foster Dulles, der die Invasion in der Schweinebucht vom Außenministerium aus mitgeplant hat, wird zwar entlassen, aber sein Bruder Alan Welsh Dulles bleibt Chef des CIA. Ein unerhörtes Vorgehen für die USA. Warum entlässt Kennedy denn bitte Alan Welsh Dulles nicht? Ja, der ist mit der Planung der Invasion in der Schweinebucht beschäftigt und deswegen bleibt dieser Mann Chef der CIA. Eigentlich wäre ein Demokrat an der Reihe gewesen, aber Kennedy belässt den Republikaner im Amt, damit diese Invasion erfolgreich umgesetzt werden konnte. Ich sage nur an dieser Stelle eins. John Foster Dulles ist Lobbyist der United Fruit Company. Alan Welsh Dulles ist Lobbyist der United Fruit Company. Die waren übrigens auch mal Lobbyisten der ihnen wahrscheinlich bekannten IG Farbe gewesen. Der Mann im Außenministerium, der für Lateinamerika zuständig ist, ist der stellvertretende Leiter der United Fruit Company. Der Mann, der die USA bei der UNO vertritt, ist ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender der United Fruit Company, heute Chiquita Brands. Diese United Fruit Company hatte große Zuckerrohrplantagen hier auf Kuba. Wenn das keine unselige Verquickung von Privatwirtschaft mit politischen Zielen eines Staates ist, dann kann ich mir nicht helfen. Und diese selbe Verquickung hat es leider schon im Jahre 1954 gegeben, als sich Ernesto Che Guevara in Guatemala Stadt befand und der CIA zum allerersten Mal als paramilitärische Organisation die politischen Geschicke Lateinamerikas begleitete. Die Bombardierung von Guatemala Stadt hat Che Guevara dort höchstpersönlich erlebt. Und das wurde auch bereits geleitet von den Herren Dulles und anderen, die Lobbyisten der United Fruit Company waren. Denn Guatemala war die größte Bananenplantage der United Fruit Company gewesen. Im April des Jahres 1961 setzen mit 14 Schiffen, von denen ein großer Teil Bananenfrachter der United Fruit Company gewesen sind, und mit der Unterstützung von 24 Bombern, die über Kuba fliegen und Kuba bombardieren, setzen sich also diese 1500 Exilkubaner in Bewegung auf Kuba zu, scheitern in der Schweinebucht, weil, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, dort sehr viele Sandbänke waren und die sind auf diese Sandbänke aufgelaufen von der Schweinebucht und haben dort ja, diese ganze Invasion auch in den Sand gesetzt. Fidel Castro saß schon auf einem russischen Panzer drauf und hat dort die Invasion, also die Abschlagung dieser Invasion schon mit beaufsichtigt und mit geleitet. Und nach 2, 3, 4 Tagen war diese Invasion zu Ende. Fidel konnte 1200 Exilkubaner gefangen nehmen und das war ein großer Sieg für den Staat Kuba, war ein großer Sieg für Fidel, dass dieser riesige, riesige Goliath, dem kleinen David Kuba, so ins Netz gegangen war. Da hat Kuba einen ganz großen Teil seines Selbstvertrauens herausgezogen. Die Invasion in der Schweinebucht war eine wirklich schlimme Niederlage für Kennedy. Und nun ist es ein bisschen komisch, dass er so unangekratzt aus der Sache herausgegangen ist. Ehemals strahlender junger Präsident der USA. Aber das ist ja, das kann man wirklich sagen, nicht gewesen. Denn diese Invasion in der Schweinebucht hat er verpatzt. Denn er hat im letzten Moment die Bomber, diese 24 Militärbomber der USA-Armee, nicht mit ins Einsatzgebiet geschickt, sondern er hat sie in den USA behalten. Er hat sie nur am 15. April nach Havanna geschickt, nach Santiago de Cuba, da haben die Stadtviertel in der Nähe von Havanna und in Santiago de Cuba bombardiert. Viele Menschen waren gestorben, aber am Tag der Invasion waren die nicht da. Und bis heute sind die Exilkubaner, die dem Regime in Kuba kritisch gegenüberstehen, auf Kennedy nicht gut zu sprechen. Kennedy hat den Rückzieher gemacht im letzten Moment und alle sagen, hätte der wirklich mehr Militärunterstützung geschickt, das hätte nicht schief gehen können für die Exilkubaner und die US-Armee. Aber es ging schief.
Sommer des Jahres 1961 wird die Mauer in Berlin gebaut. Die beiden Staaten nachhaltig geteilt. Die beiden Blöcke stehen sich so befeindet wie nie gegenüber. Und vor der Türe der USA sitzt eine Tatze des großen russischen Bären. Das tut natürlich der USA weh. Und natürlich beäugt man Kuba. Man hat immer wieder mit Militäraufklärern, also diesen U-2-Aufklärungsflugzeugen, Kuba im Blick gehabt. Aber im Sommer des Jahres 1962 kommt der Hinweis ausgerechnet vom deutschen BND. Die haben davon gehört und haben Hinweise darauf, dass auf Kuba russische Mittel- und Langstreckenraketen stationiert worden sind. Die ein das wissen wir heute, das wussten die damals nicht, ein Zehnfaches der Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe hatten. Man wusste nur, da gibt es diese Mittel- und Langstreckenraketen, die stehen an der Nordküste Kubas auf der Höhe, wir sind dran vorbeigefahren, des Hafens von Mariel, 140 Raketen, über 40.000 sowjetische Soldaten standen da bereit und ja, guckten hinüber nach Florida, das nur 90 Meilen entfernt war. Diese Dinger wären bis nach New York gegangen, wenn man es denn drauf angesetzt hätte. Warum? Ich hatte es vor einigen Tagen schon gesagt. In der Türkei hatte die USA unter Kennedy Mittelstreckenraketen stationiert, die auf die Sowjetunion gerichtet waren. Khrushchev wollte, dass diese Dinger da wegkamen und er versuchte die USA durch eine militärische Intervention dort rauszukriegen aus der Türkei. Und das war das, was zur Kuba-Krise geführt hat. Bereits am 13. Oktober des Jahres 1962 wusste der militärische Generalstab Bescheid. Man weihte am Tag darauf Kennedy ein und es beginnen die berühmten 13 Tage, 13 Days, in denen in Washington alles in Aufruhr war. Die Militärs, unter anderem General May, beknien den Präsidenten. Er solle militärisch invadieren. May sagt dann sowas Hübsches wie: Der russische Bär hat seine Tatze in die Karibik gesetzt. Lasst uns seine Tatze abreißen. Ja, und wenn wir die Tatze schon abreißen, dann lasst uns auch seine Eier abreißen. Solche Worte sind, diese Gespräche sind aufgezeichnet worden von Kennedy, sind tatsächlich gefallen. Wie präpubertäre Jugendliche haben sich die Militärs dort aufgeführt im Weißen Haus und waren keine klugen Militärberater, weil, wie gesagt, man nicht wusste, dass es auf Kuba tatsächlich atomare Sprengköpfe gab. Und hätte man militärisch begonnen, hier zu intervenieren, man hätte es natürlich von den USA aus mit atomaren Sprengköpfen gemacht, dann hätte Kuba auch mit atomaren Sprengköpfen antworten können. Das wusste man nicht. Aber man wusste, als es am 22. Oktober in die Weltöffentlichkeit kam, was das bedeuten würde. Kennedy ist es gewesen, der bei einer Radioansprache, nachdem schon eine Woche lang im Weißen Haus die Gespräche hin und her gingen, also Kennedy dann endlich an die Weltöffentlichkeit trat und gesagt hat, in Kuba gibt es Mittel- und Langstreckenraketen. Das ist eine völlig absurde Situation, weil am 18. Oktober war Andrei Gromyko in Washington zu einem von lange geplanten Staatsbesuch, der Außenminister der UdSSR. Man hat kein Wort über die nahende Bedrohung gesprochen, denn die USA wollte über dieses Thema mit ihm nicht reden. Man wollte ihm nicht zeigen, dass man es wusste. Und Gromyko von seiner Seite hat natürlich auch nicht darüber gesprochen, weil es sollte ja der große Clou werden. Khrushchev wollte eines Tages vor die Weltöffentlichkeit treten und sagen, hier haben wir Mittel- und Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen, mit einer zehnfachen Vernichtungskraft von Hiroshima. Also völlig absurd, was da passiert ist. Gromyko kam, man sprach freundlich miteinander, Gromyko reiste wieder ab. Und dann war es sehr schwer, die Geheimverhandlungen ab dem 22. Oktober zu führen, weil wir machen uns das heute mit SMS, mit Handy, mit WhatsApp nicht so richtig klar, was das bedeutete damals, einen Telefonanruf durchzustellen von der Sowjetunion nach Washington.
Das ging fast gar nicht. Das dauerte lange, bis man da direkt miteinander sprechen konnte. Ein Telegramm zu schicken, dauerte 2 Tage. Wie soll man unter diesen Voraussetzungen Geheimverhandlungen führen? Sind teilweise über sowjetische Journalisten geführt worden, die in der USA als Korrespondenten waren. Also noch nicht mal über das normale Personal in der Botschaft. Ein ganz komplizierter Prozess der Geheimverhandlungen begann, in dem sich nach außen hin alles zuspitzte. Kennedy verkündete die absolute Seeblockade von Kuba, die ist dann so um den 24. Oktober auch in Kraft getreten. Das heißt, das gesamte US-amerikanische Navy zog auf, bildete ein Band rund um Kuba in der Einfahrtsschneise zu den Häfen von Kuba, dass keine sowjetischen Schiffe mehr nach Kuba durchkamen. Alle Schiffe, die kamen, und wie gesagt, da kamen also Öltanker, da kamen Versorgungsschiffe, mussten abdrehen. Die sind von den Amis also deutlich signalisiert worden, hier kommt ihr nicht durch, dreht ab. Alle sind schön brav abgedreht. Nur, es gab natürlich unten drunter U-Boote. Diese U-Boote waren mit atomaren Sprengköpfen versehen. Ja? Und wir verdanken es letztlich heute den U-Boot-Kommandanten, dass da nichts passiert ist, weil die USA hat natürlich Aufklärungsbomben geworfen ins Wasser, damit die U-Boote auftauchen. Da hätte man drauf reagieren können. Ja? Aber das haben die nicht getan. Und da sind 2 U-Boote wirklich abgedreht und sind wieder weg. Also diese Boote geführt haben, sind anschließend degradiert worden, werden aber heute als große Helden gefeiert, weil hätten die anders reagiert, dann wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Am 27. Oktober einigt sich Kennedy mit Khrushchev in Geheimverhandlungen über den Abzug der Mittelstreckenraketen aus der Türkei und darüber, dass diese Raketen hier von Kuba abgezogen werden. Ataca Reyes!